Guten Tag, ich begrüße Sie hier wieder bei uns im Cockpit in Hamburg. Heute zu dem Thema: Funktioniert eine hierarchielose Organisation, eine Selbstorganisation? Das ist auch eine Frage, die mir ganz häufig im Zusammenhang mit Veränderungsprozessen, gerade bei jüngeren Unternehmen, bei Startups gestellt wird. Startups, die wachsen, merken auf einmal, dass die Inhaber selber, die Ideengeber selber nicht mehr alles alleine regeln können, dass sie irgendwie eine Form von Organisation brauchen. Und sie wünschen sich natürlich, dass in dieser Organisation dann nicht diese alten Hierarchiemuster entstehen, die sie eventuell woanders schon leidlich erlebt haben. Also diese formal hierarchischen Muster aus dem alten Industriezeitalter. Und da kommt man dann ganz schnell auf die Idee, und das wird auch entsprechend gefüttert durch eine bestimmte Beraterszene. Das kriegt man heute alles in Selbstorganisationen hin. Da braucht man das eigentlich gar nicht mehr. Dieses selbstorganisierte Team. Dazu muss man erstmal wissen, was ist überhaupt eine Selbstorganisation. In einer Selbstorganisation wird häufig gar nicht gemeint, dass es keine Hierarchie mehr gibt. Das ist dann immer nur die Schlagzeile, die ich ganz häufig lese. Da habe ich jetzt bei einem großen Konzern in Deutschland gelesen, Unternehmen XY schafft Führungskräfte ab. Wenn ich dann mal den Artikel lese, wird lediglich die Rolle der Führungskraft umdefiniert. Es wird nicht die Führungskraft ausgeschaltet oder abgeschafft. Das ist kein hierarchieloses System. Eine Hierarchie ist immer dann eine Hierarchie, wenn es jemanden gibt, der Verantwortung übernehmen muss. Eine Person, die Verantwortung übernehmen muss für das, was andere mitmachen. Dadurch gerät er in eine Machtposition, sei es formeller oder informeller Art, und die anderen irgendwie in eine Ohnmachtposition. Jemand muss ja entscheiden, kommt jemand weiter im Unternehmen oder nicht. Das kann nicht nach demokratischen Mustern passieren. Wer nach demokratischen Mustern so etwas entscheidet, der trifft sehr häufig Fehlentscheidungen, weil der Mensch neigt dazu, aus dem Bauch zu agieren. Und wenn er nicht perfekt als Team funktioniert oder wenn das Team nicht perfekt funktioniert, dann klappt das nicht. Das ist unmöglich. Das heißt, eine Selbstorganisation ohne jegliche Art von Verantwortung, rein demokratisch, die Mehrheit entscheidet, was gemacht wird, kann nicht funktionieren. So kann auch keine Unternehmung funktionieren. Es braucht immer Innovationen, auch immer Kontroversen, und die können unmöglich immer nach dem Mehrheitsprinzip entschieden werden. Da wäre der demokratische Führungsstil der erfolgreichste, ist er aber nachgewiesenermaßen nicht. Es ist der Führungsstil, es ist eine Mischung aus Führungsstilen, ist das erfolgreichste Rezept. Das hat man im Cockpit ganz einfach nachweisen können. Man hat diese Verhaltensmuster der Kapitäne ausgewertet. Welche sind besonders erfolgreich mit ihrem Team und welche sind nicht so erfolgreich mit ihrem Team. Man hat festgestellt, dass die Kapitäne, die zwischen dem demokratischen und dem autoritären Stil variieren, wobei natürlich der Schwerpunkt schon im Kooperativen liegt, ja, im Konsultativen liegt, dass das Team an der Entscheidung beteiligt wird, dass die Meinung auch offen abgefragt wird. Aber es gibt immer einen Entscheider. Das muss es auch geben. Deswegen bin ich der Meinung, dass dieses ganze Thema Selbstorganisation viel zu unscharf behandelt wird. Was ich befürworte und was ich auch gerne sehe und was immer auch Ziel in meinen Mandaten ist, lernende Organisationen zu bauen, dass die Verantwortungen in die Ebenen gelegt werden, wo sie auch stattfinden müssen. Das heißt, ich brauche nicht alles oben in der Verantwortung zu parken, wenn unten eigentlich das entsprechende Know-how da ist und auch angenommen werden muss. Und die Verantwortung dort angenommen werden muss von den Teamleitern. Das wird ihnen aber systematisch aberzogen durch Rückdelegation, durch Angst, durch dieses berühmte Schuldbestrafungsverhalten. Die haben Angst, Entscheidungen selber zu treffen, und deswegen delegieren sie das ganz gerne nach oben, und oben fühlt man sich dann überlastet und ist auch gar nicht in der Lage, oft fachlich so etwas noch zu entscheiden. Und so kommen ganz, ganz große Fehlerketten zustande. Das wird unten dann auch gar nicht weiter dann mehr in Frage gestellt, auch wieder aus Angst. Sondern die Verantwortung gehört da rein. Das ist schon eine gravierende Veränderung im Verhalten einer Organisation. Aber es ist nicht die klassische Selbstorganisation. Jeder kann machen, was er will. Das ist Utopie, in meinen Augen jedenfalls. Das funktioniert in der Praxis überhaupt nicht. Und das kann auch nicht
in einer Organisation funktionieren. Es funktioniert vielleicht in ganz, ganz, ganz kleinen Innovationsgruppen, wo es eine ganz, ganz hohe fachspezifische Kompetenz gibt mit sehr, sehr wenigen Personen. Aber das funktioniert niemals in einer Unternehmung, wie zum Beispiel einem Startup-Unternehmen, was in der Wachstumsphase ist und jetzt, sag ich mal, in Größenordnung 10, 15, 20, 30 Mitarbeiter und noch mehr gerät. Die brauchen eine Organisation, die brauchen eine Hierarchie. Das zum Thema: Gibt es eine hierarchielose Organisation oder klappt die Selbstorganisation? Für heute vielen Dank und tschüss.